In der Ausstellung Johannes Itten, Kunst und Leben, Bauhaus, Utopien und Dokumente der Wirklichkeit richten wir den Blick auf einen der zentralen Meister des Bauhauses, den Schweizer Johannes Itten, der der erste Bauhausmeister war. Wir zeigen seine künstlerische Entwicklung im Zusammenhang mit Tagebüchern und Zeichnungen, Skizzenbüchern von den Anfängen bis circa 1938, als er zurück in die Schweiz kommt.